Ja, und ein herzliches Hallo, liebe Freunde, wieder zu The Evil Within. Ja, letzter Speicherpunkt, wer es gesehen hat, ich bin da eigentlich nur runtergegangen durch die Tür durch, weil ich das gewusst habe. Und da war auch schon der Schnellspeicherpunkt, das wollte ich unbedingt noch machen. Und ja, ich bin nur die Stiegen runtergegangen, wer den letzten Part gesehen hat, und jetzt bin ich da hier in diesem Raum. Die Tür ist da hinten natürlich verschwunden nach dem Speichern. Ja, ein Bild war auch kurz verschwommen. Das lag da irgendwie im Anti-Aliasing. Ich weiß nicht warum, das packt da irgendwie den Raum nicht ganz. Eine Stufe runter und es passt wieder. Na, schauen wir mal, eine kleine Runde wieder, dass wir so ab 20 Minuten wieder einen Schnellspeicherpunkt vielleicht erwischen. Dann passt das wieder. So, was geht jetzt da ab? Jetzt schauen wir mal einfach hier rein. Ob wir da irgendwas sehen. Okay. Da zeichnen da was an der Wand. Schauen wir da mal rein. Ah, die Mucke. Ja, Zuseher-Saal ist wieder eher am verschwinden, so an die 10 grob nur. Ich habe schon gehofft, dass wir wieder an die 20, knapp über 20 schaffen, aber schaut gerade nicht ganz so aus. Wird die Folge morgen auch ungefähr mal gegen 18 Uhr bringen. Mal schauen, ob das von der Uhrzeit her vielleicht ein bisschen was bringt. Was haben wir da? Wir haben da eine Blume und noch eine Blume. Ich will aber mit sie jetzt einmal verlassen. Okay. Ja. Haben wir irgendwo da Blumen oder irgendwas? Ah, okay. Er schaut auf die Blume. Okay. Die sehen wir da. Warte mal, nehmen wir die Blume hier weg. Das schaut mir cool aus mit der Waffe. Und zwar da hinten, genau. Taste auswählen. Pfeiltasten. Zack. Was passiert? Oh. Okay, war das jetzt gut oder schlecht? Die Tür geht auf. Das Blut rinnt raus. Okay. Rinnt raus, rinnt daher. Okay, gut. Schauen wir da mal, da wird wahrscheinlich noch sowas sein, schätze ich einmal. Da ist wieder der durchsichtige Geist. Na, ich bin schon gespannt, wie das ausgeht, wenn wir es hinbekommen, das Spiel hier. Aber ich glaube, dass, ob wir da so weit kommen. Na gut, wir haben ja noch ein paar Tricks auf Lager. Munition, God-Modus, falls man zu blöd, also falls ich zu blöd bin und es irgendwie nicht schaffe. Ja genau, dann nehmen wir gleich das Ganze hier mit. Können wir im Notfall, falls ich komplett hängen bleibt, da noch auf kleine Tricks zurückgreifen. Aber irgendwie... Aber da werde ich natürlich vorher noch schauen auf Lösungen und so, ob ich das nicht doch irgendwie schaffe dann. Aber soweit sind wir noch lange nicht. So, da liegt ein Büchlein. Zack. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an. Sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt, an einem besseren Ort. Einen besseren Ort? Dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen. Denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Okay, was haben wir da so alles? Schauen wir mal daher. Das ist schon richtig groß aus. Ein Uhrzahnrad, irgendwas in die Richtung. Jetzt haben wir, da müssen wir wieder das... Wer wenn da? Was ist da los? Da sind immer so komische Geräusche. Warte mal, 4 und 3. Was war da? Waren da 3, genau, okay. Dann schätze ich einmal, wenn wir das nehmen. 3. So, Vorsicht und zack. Okay. Oh, da sehe ich lauter. Oh, das sind ja lauter. Freunde, ich glaube, wenn wir da die falsche Taste drücken,
werden wahrscheinlich wie aufgespießt, so wie das jetzt hier ausschaut mit den Löchern da am Boden. Da bin ich mir fast sicher, da bin ich mir fast sicher. Dann müssen wir es noch ein drittes Mal schaffen. Da rennt schon dahin. Okay, da wird uns dann wahrscheinlich hier eine Tür aufgemacht. Oder was auch immer, weil hier müssen wir raus. So, schauen wir da noch durch. Okay. Ist wieder der Typ. Ja. Ruvik und Leslie. Ruvik ist natürlich der Kapuzenmann. Und Leslie, bin auch schon gespannt, wie das dann weitergeht zum Schluss, was da genau abgeht. So, jetzt schauen wir mal. Da können wir uns was anhören. Okay, dann einmal vor den Kleber damit, auf jeden Fall. Zack. Gibt es noch was zum Mitnehmen? Nö. Dann hören wir uns mal hier das Tonband an. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome. Stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Was ging denn da ab, bitte? Also irgendwas haben sie da auf jeden Fall herumgepfuscht an den Leuten. Ja, so, was haben wir da? Schauen wir mal, was könnte man uns da merken an Symbolen? Nicht wirklich viel da unten. Schauen wir mal drauf. Das ist Ding und das ist, ich glaube, das Teil mit dem Schwanz hinten. Das ist genau das, was da abgebildet ist. Okay. Ja, ist jetzt einmal, zumindest für den Part, wenn es jetzt stimmt, jetzt nicht die Riesenherausforderung. Okay, funktioniert. Aber soll es ja vielleicht auch nicht unbedingt sein. Was weiß man? So, okay, da rennt's. So, was geht da ab? Okay. Ich nehme mal lieber die Pubgun. Abgang? Ah, 2. Ja, und jetzt? Ah, ich muss noch hingehen. Ach, du Scheiße. Okay. Da haben wir das lustige Zeichen, Freunde. Da haben wir das lustige Zeichen. Gut. Schauen wir mal rein. Okay. Ne. Sehr gut. Sehr gut. Die nehmen wir mit. Einen Tausender. Wunderschön. Wunderschön. Liegt da oben irgendwas, was wir übersehen haben? Nö. Okay. Und weiter. Joseph. Joseph. Du meine Güte, was ist da? Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Das glaube ich auch. Du hast mich hergebracht. Oh Gott, was war das? Mein Kopf fühlt sich an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ah, da hinten steht noch was. Ja, Joseph. Joseph, was geht ab? Halten, Partner, verbraucht keine Gesundheitsgegenstände. Das ist gut. Wir laufen ihn auf. Okay, ich komme langsam perfekt wieder in Fahrt. Ja, das geht ja schnell. Ja, gut, dass wir Doktor auch sind. Ja,
kommt wieder in Fahrt. Na, wunderbar. So, Computer. Eine Runde die Evil Within spielen hier. Einmalig. Na, das wär's doch im Spiel, das Spiel spielen. Naja. Wir müssen hier raus. Ja, ganz locker. Telefon? Auch nicht. Na, gehen wir mal. Ich höre da, ich höre da Gegner, glaube ich. Geht mal ein bisschen in Deckung. Wo ist er? Da hinten ist er. Gegend hier auskommt. Okay, das können wir anscheinend anzünden. Also wenn das sollte da wer kommen, können wir das vielleicht ja irgendwie ausnützen. Das sollte man da vorher vorbei anzünden, dann hier weg, dann rennen die vielleicht rein. Wenn sie uns das damit sagen wollen, können wir da reinschauen. Hallo? Okay. Einmal nix. Sehr schön. Also geil. Irgendwie glaube ich ja, dass da nicht nur gute Sachen drin sind. Ah, da fehlt noch einer. Okay, der Raum ist schon mal nicht so schlecht. Okay. Na, da sind wir voll, okay. Boah, du Scheiße. Boah. Du Drecksau. Was? Wieso liegen auf einmal zwei? Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst, oder? Da liegen plötzlich zwei. Okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz mitbekommen. Wo ist der hergekommen? Okay. Hat sich noch wer geschreckt außer mir? Schreibt das ruhig rein. Würde mich interessieren. Das doch weggeschreckt hat, das war ja. Da glaubt man, es ist nur. Ja, vielleicht, wenn man das eher, wenn man hingeht und den ersten Kasten aufmacht und er fliegt gleich raus, geht's vielleicht, aber wenn man es erstmal nur Staff hat bis dahin und dann. Ja. Nicht ganz so lustig. So. Da kommt doch jetzt sicher irgendwas. Das können wir mal überlegen. Was könnten wir, Was ist das da? Ein Explosionsbolzen. Der wäre natürlich nice. Einfrieren. Da hinten bewegt sich doch irgendwas. So, ein normaler Bolzen haben wir da. Da geht doch was da hinten. Und so ein Feuerbolzen. Okay, aber ich habe wenig zum Basteln dann. Das wäre eigentlich wahrscheinlich, muss ich mir das eher aufbehalten für die schweren Gegner. Feuer, 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 Feuer. Gift. Ein Giftteil. Ein Giftteil ist auch geil. Vielleicht können wir da reingehen, das sieht uns noch nicht. Ich sollte mir da aber. Oh, eine Nate. Okay, die könnte ich mir eigentlich auch überlegen. Gift. Gehen wir mal auf die vorsichtige Variante. Gehen wir da mal vor. Ich glaube, da ist was. Ja, können wir vielleicht wieder mal einen Stealth machen oder sieht uns die sowieso da, ohne dass wir was machen können. Die Tante. Aber normalerweise. Ah, leer das denn nehmen.
Ja, na, ist klar. Oh! Halt die Augen auf. Ach du Scheiße. Jawoll! Die kommen gleich nochmal. Wie geil ist das denn? Ach du Scheiße, wie kommt der jetzt da durch? Willst du mich verarschen oder was? Ach, das ist ja das Ding. Oh, meine Güte, bin ich schlecht. Das ist ja unglaublich. Leute, Leute, Leute. Ah, ich hätte können, ja, aus taktischen Gründen hätte ich können zwei Schuss abgeben. Mit der Ding hier, weil da wäre noch zwei Schuss Munition, glaube ich, drin gewesen da hinten. Okay. Außerdem haben wir den kritischen Treffer, glaube ich, schon ein bisschen erhöht, auch bei der Pistole. Und... ja, okay, die Ding wäre eigentlich für die Unsichtbaren besser gewesen. Aber gut, in der Panik wieder ein bisschen, ja, taktisch nicht ganz so auf der Höhe. Aber ist auch klar, dass man nicht hier alles immer tiptop durchspielen kann, das wäre ja auch fad. Aber da sind schon einige gekommen. So, jetzt haben wir da, ja, jetzt sind wir nicht ganz unten. Eine Spritze haben wir noch. Da können wir wieder, ja. Gut, weiter unten ist auch ein bisschen riskant. Boah, ja, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die große Preisfrage. Die Spritze finden wir gleich auch nicht so viele. Gut, die können wir uns noch immer auf die Schnelle reinhauen. Gegen einen kleinen Gegner können wir vielleicht noch so einen Treffer oder so einstecken, vermute ich mal. Ach du Scheiße, das will noch mehr. Warum gibt es mir nicht einfach die Munition? Das ist ja... was haben wir? 17 Minuten, okay. Da können wir uns... können wir schon langsam den nächsten schnell... Speicherpunkt mal anbeilen. So, jetzt nehme ich aber wirklich mal hier die Pistole. Ja, die Steuerung ist jetzt auch schon relativ geil. Er wackelt zwar auch noch, aber das sollte doch schon funktionieren. So, wenn das da schon liegt, werden wir die vielleicht auch irgendwo brauchen. Stoßen wir die mal... oh! Okay, so weit wollte ich es nicht runterhauen. Ist da ein Loch drin? Nein, das muss ein kleiner Bug gewesen sein. Achso, das ist nicht heller, okay. So, da hinten war... was? Warum sehe ich denn da nichts? Da ist aber noch ein Raum, oder? Bevor wir da runtergehen. Ach du Scheiße. Und wieder schon. Wieder der Scheißbug und die Karten nicht anzünden. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Das ist doch so behindert, bitte. Also entweder stehe ich da nur falsch. Oh, eine Spritze. Genau das wollte ich sehen. Sehr gut. Ja, war so klar. War bitte so klar. So, das gibt's ja nicht. Lass du mich da meinen Zündholz. Da muss ich noch nachschauen, ob es da irgendeinen Trick gibt, dass man da vielleicht raufschauen muss oder was weiß ich was. Ja, wenigstens einen Schuss wieder retour bekommen. Okay, die Bolzen sind auch voll. Da kann ich auch mal die Kapazität wieder erhöhen. Wenn wir zu einem Spiegel kommen, aber so extrem viel haben wir glaube ich eh nicht. Gut, der Raum. Ja. Aber das mit dem Anzünden, das geht mir wirklich ein bisschen auf die Nerven. Oder lassen die einfach den nicht verbrennen, wenn der dann... nein, das kann ja nicht sein, oder? Das ist ja Sinn der Sache, der den vorher verbrennt, bevor er dann wirklich raufgeht. Das sehe ich dann nichts. Was ist denn da los?
Ja, genau, gehen wir noch weiter runter hier. Ist immer gut. Dann machen wir noch ein bisschen Lärm. Oh, was geht da ab? Freunde, das könnte ein guter Speicherpunkt werden. Vielleicht, wenn wir da irgendwie, was auch immer da abgeht. So, können wir da noch irgendwas looten, looten, looten. Okay, er geht automatisch dahin. Sieht wunderbar komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Ja. Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, mach ich. Vielleicht. Warte, dann schießen wir das ein bisschen nach hinten. Was ist denn? Okay, ich kann gar nicht zielen, also von dem her kann jetzt ewig nicht keiner kommen, oder? Jetzt hätte er fast aufgetippt, dass da jetzt irgendwer kommt von hinten. Nicht so einen Lärm machen hier. Joseph. Okay, schauen wir mal rein. Vielleicht ein bisschen in Deckung gehen. Und der Speicherpunkt, wie schaut's aus? Okay, er geht wieder nach Silber, von Silber nach... Oh, ach du Scheiße. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. What? Ach du meine Güte. Oh. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Ja. Das ist richtig. Zum Schluss mal aus. Speicherpunkt. Ja, wir spielen definitiv bis zum nächsten Speicherpunkt. Das ist eh relativ gut gesetzt an und für sich. Ja, hat mir gerade eingefallen. Hinten bei dem Fight hätte man können auch in den kleinen Raum noch einmal retour reingehen. Was mit dem Feuer, mit den Zombies oder was auch immer war. Dann hätten wir da eine Türenge gehabt. Das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Da hätte man sie ein bisschen gebremst. Das muss ich mir nächstes Mal noch ein bisschen näher anschauen. Sicher unten das anzünden, das war geil. Aber dann rein in die Ding. Wäre eigentlich cool gewesen. Hallo, okay. Sieht man da was? Ein Bild, okay. Nicht wirklich viel. So, oh. Jawoll. Nice. Sowas sehe ich immer gern. Also den einen... Ah, sehr schön. Kriegen wir die wenigstens wieder zurück? Okay, dann ist es nicht so dramatisch. Im Prinzip haben wir jetzt da nichts verloren, aber es geht mir trotzdem auf die Nerven. Ich will... Ja, genau. Achso, ich muss... Kannst du bitte... Dankeschön, jawohl, genau, das wollte ich haben. Okay, muss jedes Glas da extra einhauen, okay. Okay, mal wieder... 7 Schuss am Start. Perfekt. Jetzt die... Ach du Scheiße. Oh! Kontrollpunkt. Ja, perfekt. Ja, warte Leute, da schauen wir noch da rein. Obwohl das wahrscheinlich das nächste Mal wieder machen muss, aber egal. Das merke ich mal schon. Das nehmen wir noch mit. Oh! Sehr geil. Ach so, ja. Genau. Sekunde. Spielladen. Das haben wir 0:51. Ja, das war genau jetzt. Ja, das muss man natürlich am Abend spielen. Das Spiel ist auch klar. Genau, ich habe sie mir hochgeladen erst um 9, 10, 11 herum, glaube ich. Zu extra Stimmung, aber... Ja, ich werde es mal anders probieren und um 18 Uhr hochladen. Nur zwecks Einschaltquote. Aus Test, aber wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Ja, da vorne geht es natürlich weiter. Wir schauen jetzt trotzdem mal da rein. Noch eine Sekunde, bevor es ganz aus ist. Eventuell zum Updaten. Geht da noch was ab? Nö, oder? Ich hab's gewusst. Was denn?
Hast du gewusst? Ja, da gibt's auch nichts in unserem Zimmer. Fühlen Sie sich besser? Hallo. Ach, da kann ich saugeil, da kann ich ja speichern, genau. Na, Blödsinn. Da kann ich ja da. Haben wir Zeitung? Sehr gut. Dann nehmen wir das noch mit. Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch. Nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Becken-Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Okay, ja, das so ist in die Richtung, habe ich mir auch schon gedacht. Perfekt, da können wir da hinten noch speichern. Nehmen wir das natürlich jetzt da ganz easy nochmal mit. Okay, ich wollte zwar schnell rein, aber die Tür mal zugewiesen. Warum immer die Türen wieder hinten einen Zufall? Das habe ich nicht ganz verstanden. So, und da habe ich jetzt schon lange nichts mehr gefunden. Da bin ich sicher an einigen schon vorbeigerannt. Gerannt auch. Also, ja. Macht aber nichts. So, wir haben einen Schlüssel. Sehr nice. Was nehmen wir? Was ich so mitbekommen habe, wenn da noch was drin ist in den Dingern. Ja genau, kann man sie denn wiederholen? Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Haben wir da noch was oder ist das alles aufgebraucht? Wahrscheinlich da oben, wenn es wieder zugeht. Okay. Ja, wo gehen wir hin? Nehmen wir einfach mal da unten was. Okay, das ist immer gut. Wenigstens, wie geil, 5000. Das, jetzt haben wir 20. Jetzt können wir da mal noch, was wie viele Minuten haben wir denn? 26, na perfekt, nicht einmal noch 30. Da können wir da noch in aller Ruhe hier am heißen Stuhl mal Platz nehmen, da links. Und dann noch zum Schluss schön speichern. Denn da vorne war ein relativ großer Raum, da wird wieder irgendwas abgehen. Da werden wir diesmal auch uns den einen oder anderen Pfeil, glaube ich, verwenden, taktisch. Müssen wir dann natürlich noch schauen, wie wir das am besten machen und was da so abgeht. So. Jetzt werden wir das ganz genau anschauen. 6000 Sprintdauer. Puiuiuiuiuiui. Plus 30 Nahkampf. 6000. Boah, 5000 Spritzenwirkung. Plus 6, 36. Ja, puh. Nahkampfschaden. Ja, Nahkampf brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Denn im Nahkampf ist dann eh schon fast zu spät. Oder ich, ja, puh. Schaut mal, die Waffen haben. Ja, kritischer Treffer ist natürlich auch extrem geil. Wegen einem sofortigen Tod. Genau. Da haben wir gesagt 5000. Da wird das noch ein bisschen genauer, aber das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Da können wir noch ein bisschen sparen. 9000 hier, plus 30. Wäre natürlich schon ganz geil. Magazin brauchen die, ne? Feuerrate. Erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Naja, Schaden. Puh. Ja, gute Frage. Pumpgun. Kritischer Treffer. Für die Pumpgun. 2000 für plus 1 Kapazität. Gehen wir da mal auf kritischen Treffer, bremsen uns das mal ins Hirn. Boah, Leute, 10.000 für die nächste Stufe. Heieiei, für Stufe 4. Schaden, ja, Schaden, Pumpgun. 3,5 ist geil, nehmen wir mit. Ist immer geil. Ach, da wollten wir schauen. Spanngeschwindigkeit, nö. Reichweite. Mit der Reichweite hatte ich eigentlich noch nicht wirklich Probleme. Das war's eigentlich. Reserve wäre eigentlich geil. Schrotze. Plus 2 Patronen für die Schrotze. Könnte man sich mal merken. Qual. Ah, da können wir nicht. Ah, da können wir nicht mehr wie. 4. Zählt es dann für alle oder wie?
Erhöht die Menge der Qualbeute, die mitgeführt werden kann. Tja, das ist aber eigentlich geil, weil die ist nicht so schwere Waffe eigentlich. 3000er für eine Nate, na, das brauchen wir eigentlich nicht. Spritze plus 1 noch, das können wir sich auch noch aufbehalten. Streichhölzer, oh, 30 ist natürlich auch geil. 5000 können wir aber auch noch ein bisschen Reserve halten. Was haben wir da? Explosionswaffen, eine Sprengladung. Plus 10%. Harpune, Explosion. Der Brenn, okay, der hat Explosionsbolzen. Puh. Ja, das ist die große Preisfrage. Das wäre, was ist das eigentlich da? Ach so, das haben wir schon komplett abgeschlossen. Oh, geil. Gibt es für das auch irgendwas? Kann ich mal weiter verbessert werden? Sehr geil, dann haben wir unser erstes einmal komplett abgeschlossen. Die Qualen-Ding. 6000, 5000. Da kriegen wir 5 Schuss dazu. Ja, ich bin da immer, man sieht schon... Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Kritisch ist es zu viel. Für die Fitness 6000, für die 5000 für die Lebensanzeige plus 10. Sprinten war jetzt auch nicht so dramatisch eigentlich. Nahkampf. Ich glaube, ich habe schon einen Favoriten und zwar... Ja, bei 5 Schuss noch extra. Was haben wir da? Jetzt habe ich da eh eine Stufe schon weiter. 8 Schrotflintenmunition. Plus 2 hätten wir 10. Und da habe ich auch plus 5 und ist billiger. Dann nehmen wir lieber das mit dem Headshot. Sind wir da eigentlich eh ganz geil dabei. So, das passt einmal. Sehr schön. Haben wir schon ganz gut aufgelevelt. Versteht ihr mal hier quasi in der Base sind, warum wir da nicht die Lebensanzeige ein bisschen gepusht kriegen. Jetzt ist die Frage, dadurch wir da vorne gesehen haben, dass da ein bisschen was abgeht, werde ich mir jetzt da mal eine Spritze, glaube ich, reinziehen. Zack, okay, ja, das wird die Spritzenwirkung dann auch ein bisschen mehr, naja. Gut. So Leute, dann speichern wir jetzt. Das war jetzt ein bisschen fad zum Schluss da, aber okay. Den nehmen wir da, genau, dass wir da ein bisschen was überspringen gleich. Zack, perfekt. Ja, danke, das war's. Gutes halbes Stündchen, wieder ein bisschen drüber sogar. Die Evil Within hier, Kapitel 5, innere Tiefe, ja, wir sind wirklich im Inneren da und es geht immer weiter nach unten. Schräge Typen unterwegs. Ja, es geht sicher wieder nach außen auch, glaube ich, also von dem her. Ja, danke fürs Zuschauen. Kapitel 5, wie gesagt, spielen wir jetzt einmal wieder fertig. 10 Zuschauer sind halt leider schon ein bisschen sehr wenig, aber gut. Noch möchte ich da nichts, möchte mich da nicht noch für nichts festlegen. Aber ja, wie gesagt, Kapitel 5 spielen wir jetzt mal fertig und dann werden wir das wieder neu beurteilen. Also danke mal auf jeden Fall für alle, die bis jetzt zugeschaut haben für mir und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao.